So, meine Damen und Herren. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind das ja von uns gewohnt. Wir fangen pünktlich an. Es ist 20.30 Uhr. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Literaturtage zur Lesung mit Susan Pastor. Susan Pastors erster Roman wird Ihnen heute vorgestellt. Ein sehr außergewöhnlicher Text, eine jüdische Familiengeschichte, die mehr oder weniger in Weimar angesiedelt ist und spielt aus Anlass des 100. Geburtstages eines Familienmitglieds. Und die Sicht der Dinge, die uns in diesem Text entwickelt wird, wird aus der Sicht einer 16-Jährigen geschrieben und erzählt, die sich für ein Referat über den Holocaust gemeldet hat. Und da bietet sich natürlich Weimar und Buchenwald an. Ich war sehr überrascht über das Buch, als ich es gelesen habe. Vor allen Dingen, weil für mich, für meine Generation und wie wir in den 60er, 70er Jahren mit jüdischer Geschichte hier in Deutschland gelernt haben oder nicht gelernt haben, umzugehen, war ich sehr überrascht, weil es sehr viele Tabubrüche enthält und weil es eine ganz neue Form für mich ist, wie man mit unserer Geschichte umgehen kann. Aber das werden Sie nachher gleich hören. Susan Pastor und ihr Buch ist eines der drei Bücher, was wir in unserem Seminar, Frau Dr. Bukowski und ich selbst, bei den Germanisten machen, mit unseren 30 Studentinnen und Studenten, besprechen wir da diese, ja, was gibt es da zu lachen? Es sind 28 Studentinnen und 2 Studenten, um es genau zu sagen. Ich habe es die Männer ein bisschen versucht voraufzuwerten, aber das Verhältnis ist einfach so. Wir besprechen da diese drei Bücher der deutschsprachigen Autoren und Autorinnen, die hier eingeladen sind. Und die Fragerunde wird nachher auch von den Studenten eröffnet, weil sie sich natürlich sehr viele Gedanken gemacht haben über dieses Buch. Aber Sie sind natürlich nachher auch aufgerufen, Fragen zu stellen. So, jetzt begrüßen Sie ganz, ganz herzlich Susan Pastor aus Berlin. Dankeschön. Stereo. Ja, hallo Heidelberg. Ich freue mich, hier zu sein und Ihnen vorlesen zu dürfen. Und ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Eigentlich wollte ich jetzt noch was über Uruguay und Frankreich sagen, aber ich glaube, da gab es keinen Interessenkonflikt. Kein Tor. Kein Tor und keinen Interessenkonflikt bei Ihnen. Mexiko 1-1. Alles klar. Also, schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir da sind. Ich fange mal damit an, dass ich Ihnen den fabelhaften Lügner, um den es in diesem Buch geht, einfach mal vorstelle. An einem sonnigen Herbstmorgen im September 1959 schickte Josef Molnar sich an, seinem Leben ein Ende zu setzen. Schon am Abend zuvor hatte er in einer Bahnhofsgaststätte nach passenden Abschiedsworten für seine Liebsten gesucht und die drei Briefe eingeworfen. Er nahm sich ein Zimmer in einem Stundenhotel, das sich in einem ehemaligen Luftschutzkeller im Zentrum der Stadt befand und ihm von früheren Besuchen her vertraut war. Nachdem er mehrere Schlaftabletten mit etwas Wasser hinuntergewürgt hatte, legte er sich auf den ehemals rosafarbenen Bettüberwurf, betrachtete die Stockflecken und den abblätternden Putz an der Decke, lauschte dem tropfenden Wasserhahn und dem Verkehr, der über ihn hinwegrollte, und wartete auf den Tod. Doch das, was er fürs Sterben hielt, war nur ein weiterer Anfang vom Ende. Und anstelle des Todes erschien der Wirt und später dann ein ruppiger Notarzt, denn Josef hatte nur für 2 Stunden bezahlen können. Und das reichte nicht zum Sterben. Und so kam es, dass sich am Tag darauf 3 Menschen um ein anderes Bett versammelten. Ein Krankenhausbett diesmal, mit sauberen, weißen Laken. Und ihre Augen besorgt auf Josefs blasses, erschöpftes Gesicht richteten. Er hatte allen Grund, blass und erschöpft auszusehen. Magenauspumpen ist keine Kleinigkeit. Und ein gescheiterter Selbstmord ebenso wenig. Zumal dessen Anlass auch noch nicht aus der Welt geschafft war. 3 Frauen waren es, die sich über ihn beugten und dabei sorgfältig darauf bedacht waren, Abstand voneinander zu halten. 2 von ihnen waren einander noch nie begegnet
und würden es auch nie wieder tun. Sie waren beide schwanger. Eine stand kurz vor der Niederkunft, während die andere erst seit ein paar Tagen wusste, dass sie guter Hoffnung war. Und guter Hoffnung war sie, weil es nichts auf der Welt gab, das sie mehr wollte als diesen müden, schmächtigen Mann, der lieber tot gewesen wäre. Die dritte hatte schon ein Kind von ihm. Es war 12 Jahre alt und nicht glücklich. Sie weinten alle drei, denn für jede von ihnen gab es Grund genug. Schließlich hätte die eine beinahe ihren Ehemann, die andere den, den sie endlich heiraten wollte, und die dritte einen Ex-Gatten verloren, von dem sie sich einst schweren Herzens und trotz tiefster Verbundenheit getrennt hatte. Sie schluchzten aus Schmerz und aus Hilflosigkeit, aber auch aus Verlegenheit, denn am Bett eines überlebenden Selbstmörders konnte man nicht einfach übereinander herfallen. Und einem überlebenden Selbstmörder eine Szene zu machen, ging auch nicht, jedenfalls nicht gleich. Das wusste Josef auch, aber es machte die Sache nicht besser. Nachdem sie reihum ihrem Kummer Ausdruck verliehen hatten, wurde es still im Raum, weil keiner von ihnen so recht wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Aber wir befinden uns schließlich in den ausgehenden 50er Jahren. Und da respektierte man noch so etwas wie eine gesellschaftliche Rangfolge. Ehefrau kam vor Ex-Ehefrau, kam vor Geliebter. Und so zogen sich nach einer Weile zwei der Frauen diskret, wenn auch widerstrebend, zurück. Die eine für immer, die andere für mindestens eine halbe Stunde. Und Josef Molnar blieb mit seiner Frau allein. Ja, und in Josef Molnars Nachkommensfamilie wird sie jetzt Lilly, die Erzählerin, einführen. In meiner Familie lernt man sich oft sehr spät kennen und manchmal überhaupt nicht. Dafür wird sehr viel über andere Familienmitglieder nachgedacht, vor allem dann, wenn man nichts über sie weiß oder lieber nichts wissen will. Und es werden Geschichten erzählt, bei denen man nie sicher sein kann, ob sie wahr sind oder nicht oder wer sie erfunden haben könnte. Denn das, was andere Familien ihren Stammbaum nennen, ist bei uns so eine Art Sudoku, an dem seit Jahren gearbeitet und vor allem herumradiert wird, weil jedes Mal ein anderes Ergebnis herauskommt. Die Geschichten wollen einfach nicht zusammenpassen. Manche schließen sich gegenseitig aus, andere überbieten sich mit blumigen Details. Und zum Nachfragen ist es sowieso zu spät, weil es niemanden mehr gibt, der eine Antwort wüsste. Denn das ist das Einzige, was die Geschichten gemeinsam haben. Ihre Helden sind alle tot. An diesem Wochenende wäre mein Großvater Josef, genannt Joschi, 100 Jahre alt geworden. Mein Großvater war ein Mann, dem seine Frauen und Kinder abhanden kamen wie anderen Leuten Socken oder Kugelschreiber. Wenn es nicht das Schicksal war, das sie ihm wegnahm, sorgte er selbst dafür, dass er sie wieder verlor. Leider bin ich ihm niemals begegnet. Als er starb, waren meine Mutter und Hanna nur ein paar Jahre älter als ich heute. Ich bin 16. Hanna und meine Mutter sind Halbschwestern. Sie waren 14, als sie sich zum ersten Mal sahen, und seitdem sehen sie sich öfter. Hanna ist 5 Monate jünger als meine Mutter. Über dieses Thema ist in meiner Familie sehr viel nachgedacht worden und Geschichten dazu gibt es haufenweise. Die Idee, Joschis 100. Geburtstag zu einem Familientreffen der besonderen Art zu machen, war von Hanna gekommen, aber ohne meine Unterstützung wäre sie garantiert am Widerstand meiner Mutter gescheitert. Das eine Problem war Buchenwald, das andere Problem war Gabor. Bei Buchenwald hatte meine Mutter schließlich selbst eingesehen, dass es für sie an der Zeit war, endlich den Ort aufzusuchen, an dem ihr Vater inhaftiert gewesen war. Mit Gabor sah die Sache anders aus. Gabor ist auch ein Kind meines Großvaters, obwohl man bei einem über 60-Jährigen wohl kaum noch von einem Kind sprechen kann. Meine Mutter kannte Gabor schon immer, aber dass er ihr Halbbruder ist, erfuhr sie auch erst mit 14. Seit etwa 30 Jahren hatten sie nichts mehr voneinander gehört. Es würde sicherlich aufregender klingen, wenn ich jetzt sagte, wir hätten Gabor irgendwo aus dem australischen Outback oder einer abgelegenen Wetterstation in Sibirien ausgraben müssen, aber wir fanden ihn im Adressbuch meiner Mutter. Er lebte seit mehr als 3 Jahrzehnten, etwa 400 Kilometer von uns entfernt, immer im selben Haus, in derselben Straße, mit derselben Telefonnummer, die meine Mutter Jahr für Jahr erneut in ihren Kalender eintrug, ohne jemals den Wunsch zu verspüren, ihn mal anzurufen. Sie hätten sich nichts zu sagen, war ihre Erklärung, die ich alleine schon deswegen sehr verdächtig fand, weil es praktisch nichts auf der Welt gibt, wozu meine Mutter nichts zu sagen hätte.
Hanna war zwar auch der Meinung, dass ein gewisses Risiko damit verbunden war, Gábor zu diesem Treffen einzuladen, aber sie bestand auf Vollzähligkeit. Und da es als gesichert galt, dass die ersten beiden Kinder von Joschi in Auschwitz umgekommen waren und niemand sonst über weitere Namen, Hinweise oder konkrete Informationen verfügte, war die Runde mit Gábor komplett. Und mit mir natürlich, der einzigen Enkelin, soweit uns das bekannt war. Unser Plan sah vor, dass wir uns am Freitag auf dem Bahnhof in Weimar treffen würden, um Gábor vom Zug abzuholen und dann gemeinsam zum Hotel zu fahren. Für Samstag stand Buchenwald auf dem Programm und Sonntag war Joschis Geburtstag, aber wie wir den eigentlich begehen wollten, konnte sich niemand so recht vorstellen. Mein Vorschlag, einen Stern nach ihm zu benennen oder wenigstens ein Hochdruckgebiet. Ich hatte mich erkundigt, die Chancen auf eins mit dem Anfangsbuchstaben J standen für Mitte Oktober gut, war gnadenlos abgeschmettert worden. Wenn es überhaupt ein Wetterphänomen gäbe, mit dem man Joschi vergleichen könne, sagte meine Mutter, dann ginge es wohl eher in Richtung Windhose. Wir ließen also den zeremoniellen Teil offen und hofften auf eine spontane Eingebung. Und jetzt standen wir auf dem zugigen Bahnsteig, meine Mutter und ich, und warteten, dass Gábors Zug endlich einfuhr. Die Anzeigetafel gab eine Viertelstunde Verspätung bekannt und die Computerstimme aus dem Lautsprecher wiederholte diesen Hinweis alle paar Minuten und bat am Ende auf Deutsch um unser Verständnis und dankte auf Englisch für unsere Geduld. Meine Mutter begann die Gleise zu zählen, aus Langeweile, wie ich annahm, aber dann fragte sie mich plötzlich, ob sie mir je die Geschichte von Joschis Reise erzählt hätte, auf der er angeblich immer nur Züge nahm, die auf Gleis 5 abfuhren. Egal wohin, Hauptsache Gleis 5, immer nur Gleis 5. War das eine wahre Geschichte oder hatte er sie sich bloß ausgedacht, fragte ich. Gute Frage, antwortete meine Mutter. Mein Großvater war ein Geschichtenerzähler. Und natürlich ist meine Mutter auch einer geworden. Ich kenne die meisten, auch wenn ich früher oft Orte und Namen und Zeiten durcheinandergebracht habe. Das Komische an diesen Geschichten ist, dass ausgerechnet die, von denen alle behaupten, dass sie wahr sind, so klingen, als hätte sie jemand erfunden, der nichts vom Geschichtenerzählen versteht. Gelegentlich fällt meiner Mutter eine neue alte ein, aber auch die alten Geschichten, mit denen ich groß wurde, haben sich im Laufe der Zeit verändert. Sie wucherten und wurden immer länger und tiefer, absurder und schmerzhafter. Denn meine Mutter erzählt eine Geschichte nie zweimal auf dieselbe Weise. Und kein Mensch auf der Welt würde es je wagen, sie mit den Worten, die Geschichte kenne ich schon, zu unterbrechen. Es sei denn, er wäre lebensmüde oder dumm oder hätte nicht richtig aufgepasst. Am schönsten ist es, sie dabei zu beobachten. Dann leuchten ihre Augen nämlich oder werden schmal und hart. Und ihre Stimme klingt voll oder schneidend, manchmal auch amüsiert oder spöttisch. Und selbst wenn mir hinterher der Kopf schwirrt, weiß ich doch, dass diese Geschichten irgendwo ihren Platz in mir gefunden haben, wo sie geduldig darauf warten, dass ich sie rufe. Ich überlegte mir gerade, ob es okay wäre, meinen iPod rauszuholen und ein bisschen Musik zu hören. Aber in diesem Moment fuhr endlich der Zug ein und gleichzeitig wurde mir klar, wie nervös meine Mutter war. Ihr Rücken war so stocksteif, dass mir mein eigener weh zu tun begann. Also lockerte ich meine Muskeln und hoffte, dass es auch bei ihr wirkte. Viele Leute waren es nicht, die in Weimar aus dem Zug stiegen. Wir befanden uns etwa in der Mitte des Bahnsteigs und hatten gute Sicht nach beiden Seiten. Und ich entdeckte Gábor zuerst, obwohl ich gar nicht wusste, wie er aussah. Ich kannte nur Bilder, die ihn als grinsenden 20-Jährigen auf dem Moped zeigten. Und inzwischen war er dreimal so alt. Ich stieß meine Mutter an und deutete auf ihn und ihr Rücken wurde noch steifer, falls das überhaupt möglich war. Demnach musste er es sein. Ich fasse es nicht, flüsterte sie. Er sieht aus wie eine Raubkopie von Joschi. Ich finde, er sieht aus wie eine Raubkopie von dir, flüsterte ich zurück, ohne über die Folgen nachzudenken. Es war natürlich eine blöde Bemerkung, zumal Gábor eine Glatze hatte. Der obere Teil seines Schädels ragte wie nacktes Land aus einem Halbkreis langer grauer Haare hervor, die hinten von einem Gummiband zusammengehalten wurden. Er trug Jeans und ein braun kariertes Hemd und darüber ein abgetragenes braunes Jackett. Und auf seiner stattlichen Nase saß eine Pilotenbrille aus den 70er Jahren, die so aussah, als wäre sie mit ihm zusammen alt geworden. Die Brille war an den Rändern so dick wie ein Flaschenboden. Er sah aus wie ein Mathelehrer. Meine Mutter sah nicht aus wie ein Mathelehrer. Aber irgendwas an der Art, wie er mit gerunzelter Stirn und zusammengekniffenen Augen den Bahnsteig absuchte, war mir sehr vertraut.
Jetzt weiß ich, sagte ich. Ihr habt beide eine große Nase und den Erdmännchenblick. Jeder Mensch unter 1,80 sieht aus wie ein Erdmännchen, wenn er auf dem Bahnsteig nach jemand Ausschau hält, zischte meine Mutter empört und setzte sich in Bewegung. Weil ich fand, dass sie ihre Rückendeckung als meine Begleitung nötig hatte, blieb ich etwa 2-3 Meter hinter ihr. Ich zählte ihre Schritte. Beim 5. musste sie über eine Hundeleine steigen, beim 9. knickte sie ein bisschen um. Beim 13. erkannte Gabor sie endlich. Gut für mich, denn noch 3 Schritte mehr und sie wäre einfach an ihm vorbeigelaufen und hätte es mir überlassen, ihn zu begrüßen. Gabor sah meine Mutter an und zwinkerte nervös hinter seinen dicken Brillengläsern. Er streckte die Hand auf, überlegte es sich dann anders und griff stattdessen nach hinten zu seinem dünnen Zopf, als wolle er sich vergewissern, dass er noch an der richtigen Stelle saß. Dann ließ er den Arm wieder sinken. Er sah aus, als hätte er Angst. »Hallo, Marika«, sagte Gabor. Er sprach es richtig aus, auf die ungarische Art, mit der Betonung auf der ersten Silbe. Und dafür müsste er jetzt eigentlich was gut haben bei ihr. Die meisten Leute sagen Marika und sind nur schwer davon abzubringen. Denn es gab mal eine ungarische Schauspielerin, die ihnen diesen Fehler 100 Jahre lang durchgehen ließ, weil sie in Wirklichkeit von Geburt an taub war und weder sich selbst singen noch andere ihren Namen sagen hörte. Jedenfalls hatte Joschi das meiner Mutter so erklärt. Tag, Gabor. Sie standen mit hängenden Armen voreinander und offenbar hatte keiner von ihnen Lust, den anderen zu berühren. Oder genügend Mut. Als sie sich kurz nach Joschis Tod zum letzten Mal sahen, war meine Mutter ein Punk und Gabor ein Arschloch, behauptet jedenfalls meine Mutter. Ich verstehe genug von Punk, um zu wissen, dass diese beiden Eigenschaften unvereinbar sind. Und es sah für mich ganz danach aus, als wollten sie genau an dieser Stelle weitermachen. Oder gleich wieder aufhören, denn es passierte nichts mehr. An den verkrampften Schultern meiner Mutter konnte ich erkennen, dass mein Entspannungszauber nicht funktioniert hatte. Ich beschloss, sichtbar zu werden und Gabor, der hoch erfreut über die Abwechslung schien, rief bei meinem Anblick, »Wie, ist das etwa meine Nichte? Du lieber Himmel, und ich habe gedacht, du wärst noch ein kleines Mädchen.« Ich tat ihm den Gefallen und wurde auf der Stelle ein paar Jahre jünger. »Hi, ich bin Lilly«, sagte ich und gab ihm die Hand. Seine war eiskalt und sein Lächeln wirkte so, als hätte er vorher im Zug noch geübt und wäre nicht rechtzeitig fertig geworden, obwohl der Zug so viel Verspätung hatte. Seine Zähne waren klein und überraschend weiß. Wahrscheinlich waren es nicht seine eigenen. Er roch nach Zigarettenrauch und Mathelehrer. »Hey, ich hab dir was mitgebracht«, sagte er und begann in seiner ausgebeulten olivgrünen Umhängetasche zu wühlen. »Allerdings war mir da noch nicht klar, dass du fast schon erwachsen bist. Ah, hier.« Er zog einen braunen Stoffbären hervor. »Das ist der Held unserer Abteilung«, sagte er stolz. Er hat alle Tests mit Bravour bestanden. Maximaler Zug auf alle Gliedmaßen gleichzeitig. Dauerdruck, Extremtemperaturen, sogar die Augen sind bis zum Schluss drin geblieben. Das kann man von seinen Kollegen weiß Gott nicht behaupten. Ich gebe zu, mir blieb wirklich der Mund offen stehen, weil ich nichts kapierte und trotzdem wusste, dass ich seine Worte richtig verstanden hatte. Gabor hielt mir den Bären direkt vor die Nase, sodass ich gar nicht anders konnte, als zuzugreifen. Maximaler Zug auf alle Gliedmaßen? Hätte Gabor nicht so zufrieden ausgesehen, hätte man annehmen müssen, dass er gerade etwas richtig Fieses gesagt hatte. »Könntest du das bitte wiederholen?«, fragte meine Mutter und machte ein Gesicht, als wäre sie Mitglied bei PETA oder dem Tierschutzverein und könnte jederzeit dort anrufen. Gabor setzte zu einer Erklärung an, aber in diesem Augenblick kam endlich Hanna angelaufen, wie immer mit flatternden Seidenschals, einem unsichtbaren Gesprächspartner und deutlicher Verspätung. Sie winkte und gestikulierte und telefonierte gleichzeitig und als sie bei uns angekommen war, drückte sie dem verdutzten Gabor einfach ihr Mobiltelefon in die Hand und fiel ihm anschließend um den Hals. Ich hätte zu gern gewusst, wer da am anderen Ende der Leitung hing und Zeuge unserer Wiedervereinigung wurde. Falls er oder sie etwas dazu zu sagen hatte, ging es jedenfalls in Hannas Begrüßung unter. »Bruderherz«, rief sie mit einer Stimme, die so laut war, dass wahrscheinlich alle Bruderherzen in Hörweite aus dem Takt gerieten. »Willkommen im Kreis der Familie!« Gabor stand einfach nur da wie ein Betonpfeiler und ließ sie gewähren. Und als mir bewusst wurde, dass ich den Bären auf genau dieselbe Weise von mir weghielt, wie er Hannas Telefon, stieg endlich das Kichern in mir hoch, auf das ich schon so lange gewartet hatte. »Könnte es sein, dass ich was Interessantes verpasst habe?«, fragte Hanna und nahm Gabor das Handy wieder ab.
klappte es zusammen und verstaute es in ihrer Handtasche, wo es sofort wieder zu klingeln begann. Es war die Titelmelodie von »Spiel mir das Lied vom Tod«. Ich musste noch mehr lachen, während meine Mutter die Augen verdrehte, aber Hanna blieb völlig ungerührt und zog mich an sich. Für eine Weile tauchte ich ein in die wunderbare Welt zwischen Hannas riesigen weichen Brüsten, in der ich mich noch geborgener fühle, seit ich sicher weiß, dass meine auf keinen Fall so groß werden. Solange es Hannas sind, ist alles gut. Das gilt auch für ihre laute Stimme und ihre roten Haare, die wie explodierte Stahlwolle aussehen und sich auch so anfühlen. Für mich ist Hanna kein Fels in der Brandung, sondern ein rotes Rettungsboot, das oft bedenklich auf- und niedertanzt, aber niemals untergehen wird. Bereust du etwa schon, dass du mitgekommen bist, fragte Hanna und ließ mich wieder auftauchen. Und ich schüttelte den Kopf und wollte ihr gerade den Bären zeigen, als ihr Telefon wieder zu plärren begann. Hanna holte es hervor, warf einen Blick auf das Display, seufzte und schaltete es aus. Es war schwer zu sagen, ob sie wegen des Anrufers seufzte oder weil sie das Gespräch nicht annehmen konnte, aber es sah ziemlich romantisch aus. Dann ging sie hinüber zu meiner Mutter, die etwas abseits stand, mit einer senkrechten Stirnfalte wie ein Ausrufezeichen. »Schau nicht so finster, große Schwester«, sagte Hanna gut gelaunt. »Ich verspreche dir, mein Handy bleibt das ganze Wochenende aus. Und ja, die Melodie ist natürlich völlig daneben. Ich hätte auch jüdische Klingeltöne zur Auswahl. Was hältst du von Hava Nagila?« »Echt?«, fragte ich. »Es gibt jüdische Klingeltöne fürs Handy?« »Optional mit Davidstern oder Menorah als Hintergrundbild«, antwortete Hanna. »Dann wäre ja wenigstens schon mal dein Handy konvertiert«, sagte meine Mutter. »Ein jüdisches Handy ist doch ein guter Anfang«, sagte Hanna. Ich wollte Gabor fragen, was denn nun eigentlich mit diesem Bären los sei. Aber dann sah ich ihm lieber dabei zu, wie er zusah, wie meine Mutter und Hanna sich umarmten. Sein Gesicht war ausdruckslos und starr. Meine Mutter sagt manchmal, Hanna und sie wären wie dick und doof. Aber ich finde, dass sie eher Watson und Holmes sind. Was Gabor fand, als er die beiden beobachtete, konnte man nur vermuten. Ich tippte auf blankes Entsetzen. »Gehen wir?«, fragte Hanna. Ich steckte den Bären, dem man seine vermeintlichen Misshandlungen gar nicht ansah, vorsichtig in meinen Rucksack und folgte den anderen Richtung Ausgang. Willkommen im Kreis der Familie.